Hallo und willkommen zurück bei Seeforest. Wir harren hier immer noch in der Nacht aus und hoffen, dass uns die Eingeborenen nicht besuchen. Wo sind sie denn? Hat es schon geregnet? Oh ja. Nehmen wir hier nochmal ein Schlückchen. Huch. Oh, ein Stein. Oh, ein Stein. Wo treiben die sich rum? Die lieben Nachbarn. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Weiß ja nicht, ob das Sinn macht, jetzt hier mit dem Feuerzeug rumzurennen. Da einer. Huch. Huch. Ja, wir haben ja da oben unser Baumhaus gebaut. Und eigentlich will ich diesen Zaun hier jetzt noch fertig kriegen. Aber das machen wir natürlich erst am Tage, der jetzt Gott sei Dank anfängt. Hier mal Feuerchen an. Und ein paar Blätter rein. Ja, unser Baumhaus ist schon cool. Oh, doch, du bist ein Schwachkopf. Ja. So, kletter da hoch. Echt richtiger Held. Ein richtiger Held. Oh, eine Feder. Und ein Vogel, der im Pelz verschwindet. Ja, pack doch mal die Schleichwerbung da weg. Krieg jedes Mal einen Cent, wenn er das Feuerzeug rausholt. Und Big. Frühstück. Frühstück. Ja, gut, da der Tag jetzt an. Oh, sag mal. Wie in so einem Hitchcock-Film. Da der Tag angebrochen hat, ist. Wie oder was auch immer. Könnten wir jetzt ein bisschen Holz hacken? Das wird sehr, sehr langweilig. Nachbarn schon da? Aber wir haben uns ja. Da hinten ist ja deren Dorf. Zumindest eine Hütte sehen wir da. Und ich weiß nicht, ob die hier Patrouille gehen oder so. Aber noch haben wir diese komischen Symbole von denen noch nicht entdeckt. Also denke ich, sind wir noch relativ safe. Ist der auf Koks? Dann hacken wir das Bäumchen weg. Und machen dabei gar keinen Lärm. Ich meine, er macht weniger Lärm, als wenn er einen Busch wegbaut. Da macht er nämlich Ruhe. Abbaut's hat keiner gehört. Wir lunzen dann mal schnell um die Ecke. Da ist nix. Ja, eventuell schaffen wir es in der Folge auch noch zum Strand. Also ich glaube, beides schaffen wir nicht. Wir werden es nicht schaffen, den kompletten Zaun zu ziehen und nochmal zum Strand zu gehen und uns eine Schildkröte zu klauen. Aber gut, in der nächsten Folge dann, dass wir uns nochmal so Wassersammler aufstellen.
Oh, ein Lurch. Ein Lurch. Hallo, Lurch. Ah, okay. Ich bin eher der Sammler, ich bin nicht so der Jäger. Wir sehen nichts und nichts sehen ist schon mal gut. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Der kommt dann übernächsten Monat. So, zack, zack, zack. Alles mal runter zum Zaun schleppen. Könnten hier natürlich auch eine Halle hinbauen. Irgendwas. Jawohl. Irgendwas Witziges, aber ich habe Angst, dass ich bei meinem Talent da selber reinlaufe. Ach, das ist der tote Baum da. Was hängt denn da? Hier mal runterschauen. Gut, hier werden die sowieso nicht rumrennen. Ich hätte mir auch gerne eine Basis auf dem Wasser gebaut. Aber da wir ja schon Bekanntschaft mit den Haien gemacht haben, mit dem Heinz. Oh, Vogel. Ach, da oben. Ja, wir gehen es mal lieber ruhig an. Erstmal ganz besonnen und voller Angst. Ein Kampfschrei? Nö. Aber hier auch nicht. Ja, hier wird jetzt alles weggerodet. Was deren Hütte? Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas Cooles finden. Wir können da irgendwann noch mal hingehen. Aber erstmal müssen wir hier Platz schaffen für die Hotels und so. Hier Ferienparadies. Und was mampfen müssen wir gleich. Oh. Da hätte der nicht landen sollen. Aber was soll's. Dengeln wir hier noch einen hin. Von da werden die eher wenig kommen, oder? Nein, dann ist immer noch das Problem von oben. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? Ist das? Ist nur ein Ast. Man kann nicht alles haben. Jetzt sollte ich die Büsche auch gar nicht wegkloppen, denn im Ladebildschirm stand eben, man kann sich in Büschen vor Feinden verstecken. Oh, es regnet. Regen ist gut. Wir können hier nochmal was zum Mampfen mitnehmen. Hier, Essen. Hier hätten wir noch ein bisschen Rüstung. Oh, den Lurch können wir hier ranhängen, ne? Hier noch einer was? Ne, mehr haben wir nicht. Ja, es ist so ganz beschaulich hier bei uns. Aber es ist zu ruhig, wie ich finde. Wir sind jetzt hier bei Tag 4.
Und es ist sehr, sehr ruhig. Wir haben die Eingeborenen erst einmal aus der Ferne gesehen, unten am Strand, da hinten irgendwo. Aber irgendwas hält uns ja hier nachts wach. Wir schlafen ja nicht mehr durch bis zum Tag. Was bedeutet, dass sie hier wahrscheinlich nachts dann Patrouille laufen? Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber das ist ein Umstand, der mich dann wahrscheinlich irgendwann beunruhigen wird. Weil wir halt doch relativ ungeschützt sind, gerade wenn die Bäume nachwachsen und so. Es ist dann wahrscheinlich auch ein Feature, das ich irgendwann ausstellen werde. Sounds sind auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. So, dann kloppen wir den hier noch um. So, du kommst mit. Du kommst mit. Noch 27 Baumstämme. Nur noch 27. Wir sehen nichts. Das ist schon mal ganz gut. Oh Gott, ey, ich krieg hier schon Hallus. Oh nein. Da hättest du nicht hinfallen sollen, aber egal. Dum di dum di dum di dum. Aber doch, es nimmt Gestalt an. Es nimmt Gestalt an. Verdammt. Haben da jetzt sechs raus? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Sah gerade aus, als wären da sechs rausgekommen. Da ist nix. Und das ist auch gut so. Hallo, Lurch. Ja, ey. Du sollst hier nicht totrampeln, du sollst draufhauen. Achso, nee, das war hier der andere Baumstamm. So. Da fangen wir dann auch mal hier hinten an. Bitte die Bäume auch einfach ins Lager fallen lassen, aber ich habe Angst, dass dann der Wassersammler wieder kaputt geht. Oder schlimmer noch, die ganze Hütte. Warum hüpft er denn immer? Ist er so erpicht und fröhlich? Immer. Yay! Ich freue mich. So, wir sehen und hören nichts, das ist gut. Zack, 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 mit Geholz, das Ding. Ja, wir werden jetzt relativ viel Holz hacken müssen. Aber ich möchte den Zaun fertig kriegen. Dass wir das Seil direkt hier in der Nähe gefunden haben, fand ich schon sehr, sehr cool. Aber das reicht nicht. Baumhaus reicht nicht. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Aber so ein kleiner Zaun. Mehr.
Komm her. Ich sag ja, Sammler und nicht Jäger. Ne, nicht den Stein, den Stamm. So. So. Ja. Und wieder ein kleiner Hüpfer. Weil wir so ein junger Hüpfer sind. Nee, da will ich nicht hin. Da sind die Leute, die mich essen wollen. Und ich bin noch nicht zart genug. Da ist nix. Da sehen wir auch nichts. Nichts sehen ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, da. Oh, ey. Hüpf. Ja, dann machen wir weiter. Holzen den hier um. Nein, dahin. Irgendwann landet der Baum im eingeborenen Dorf. Sehr schön, das nimmt Form an, das gefällt mir ganz gut. Hüpf. Wo haben wir den Baum denn hingeschmissen? Da. Und da kullert er so vor sich hin. Da hinten ist alles ruhig. Als Nachbarn. Ah, ob das so safe ist. Nicht, dass die sich hier durchglitschen. Das würde ich uncool finden. Gut, keiner da. Dann der nächste. Jetzt wäre es gewesen. Rabauts, Baumhaus weg. Das wäre nicht cool gewesen. Ja, wir brauchen noch 9 Stück. 9 Stück, das sollten wir schaffen. Ne? Da kommen sie uns schon entgegen. Da muss doch noch einer sein. So. Ach, schnauf doch nicht. Jawohl. Jawohl.
Ausdauer geht auch so langsam runter. So, vielleicht bei Gelegenheit mal was trinken. Schon gedacht. Ich hab schon gedacht. Schritte gehört. Boah, ich werde hier noch paranoid. Ich werde noch paranoid. Noch drei Stück. Einen müssten wir hier noch haben. Haben, haben, haben. Wo ist er? Letzten Endes auch egal, den einen Baum müssen wir so oder so noch fällen. Nehmen wir den hier. Gut, dann Attacke. Stock nehmen wir mit. Und dann weg mit dem Geäst hier. Das andere Stück. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-dam. Okay, na gut. Schmeißen wir da auch noch einen hin. Und dann ist auch schon wieder dunkel. Da ist auch noch einer. So. Oh, da ist auch noch einer. Dann machen wir das mal so. So. Und gemütlich ein Feuerchen an. Nee. Nee. Da kommt man wohl nicht durch. Was können wir denn noch machen? Wenn wir jetzt hier eigener Boden. Eigene Wand, eigenes Dach. Na, Pavillon. Ah ja. Baumplattform, Baumbrücke. Grundlegende Wand. Ja, ich weiß auch noch nicht. Wurde jetzt aber zügig, du bist da. Machen wir es anders. Können wir das nicht zweckentfremden, wenn wir jetzt sagen, eigener Boden? Nicht den dann nicht. Ich will hier kein Dach drüber bauen. Das ist ja blöd. Wir gehen erstmal hoch in unser Baumhaus. Was haben wir schnell? Zwei Blätterchen rein. Dann könnten wir ja mal schauen. Ob hier A nochmal Frühstück landet. Sehr schön. Verdorben. Oh. Oh.
Schlafen. Wir könnten aber auch gucken, ob wir uns nicht. Ob wir uns nicht von Plattform zu Plattform so also rüberbauen oder so. Ja, ich weiß noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal nochmal schnell was mampfen. Da ist nichts los. Hier. Das können wir essen. Hat er auch gewittert. Mal einen Schluck trinken. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir durchpennen können. Z. Ist ja gar nicht. Er hat uns scheinbar echt der Hunger wach gehalten. Und wir haben schon wieder Hunger. Ey, der Typ ist nur am Fressen. Der ist nur am Fressen. Ja, diese Folge bedeutet, wir müssen uns mal ein, zwei Schildkrötchen holen. Dieser Tag. Ist ja immer noch dieselbe Folge. Obwohl. Wir sind jetzt bei 27 Minuten. Oh, da oben ist schon wieder Frühstück. Ach, Mist, ich hätte dieses kleine Fleisch braten sollen. Dann hätten wir uns nämlich das Getrocknete aufheben können. Weil das ja so das einzige Fleisch ist, das wir mitnehmen können. Aber doch, gefällt mir so ganz gut. Ne, wir könnten hier noch. Schauen. Jetzt hier natürlich auch noch eine Tür reinsetzen. Also so. Dafür brauchen wir 5 Baumstämme. 2 haben wir hier. Mal reindengeln. Und. Ich weiß echt nicht. Oh, Frühstück. Verdammt. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Ich will nicht sagen, dass es dann besser wird, aber ich rechne mir meine Chancen dann höher ein. Wie gesagt, Sammler, nicht Jäger. Nein. Ja, all den Eingeborenen noch auf dem Kopf. Ja, noch ein Holzklotz. Ach, da rollt er. Haben wir so weit hinten einen Baum gefällt? Hallo, Nachbarn. Sehr cool. Sehr cool. Ah, und wieder ein Cent verdient. Dann suchen wir mal die Ninja Turtles. Mal gucken, ob keiner guckt. Guckt keiner.
Wann die da wieder am Strand rum? Sehen wir da nichts? Hier sehen wir auch nichts. Wir müssen ja jetzt hier gleich aus dem Wasser kommen, ne? Ja. Da sind sie ja, meine Freunde. Ja, hallo? Ja, hallo? Oh, Entschuldigung. Na, den brauchen. Oh. Ja, schwimmen. Schwimmen. Ja, die anderen könnten wir jetzt auch platthauen für Fleisch, aber da haben wir jetzt gerade nicht so den Bedarf nach. Ich würde eher sagen. Wir belassen es einfach bei der Gabe, die der liebe Gott uns hier gegeben hat. Diese unerschöpfliche Quelle an Nahrung. Und in dem Fall auch Wasser. Ah, jetzt habe auch ich das mit dem Gebüsch verstanden. Durch. Aber wir rennen jetzt erstmal nach Hause. Basteln uns noch so einen Wassersammler und dann können wir mal gucken, ob wir die Basis dann so hierhin erweitern. Ich weiß noch nicht für was, aber beispielsweise für einen Garten. So, da, da. Und dann. Ein Wassersammler. Den stellen wir da mit hin. Oh, wir könnten den auch ganz woanders hinstellen, falls mal wieder irgendwas kaputt geht hier. Jawoll. Jetzt haben wir zwei Wassersammler. Der Lurch, der sieht auch echt lecker aus. Und dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle mal die Folge. Frühstück. Flieg! Achso, wir können nicht mehr tragen davon. Vielleicht sollten wir das Vergammelte mal wegwerfen. Oh, ist auch verdorben. Das ist noch essbar. Oh ja. Gut. Dann liegt es jetzt halt hier. Ja, müssen wir schauen. Nicht von hier aus ein Dach bauen oder ein Fußboden. Kann der hier nicht ans Baumhaus anknüpfen? Oder aber können wir. Na, Mensch, mach doch nochmal auf. Können wir hier so eine Baumplattform anbauen? Nee. Warte. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge den Nachbarn mal einen Besuch ab. Ne? Dann bis zur nächsten Folge. Bis denn, ciao, ciao.